Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keuler, wir machen heute mal wieder ein nettes Wunschkonzert. Ihr wolltet wieder einmal deutsches Metall und davon gibt es davon eine ganze Menge. Wir werden ein bisschen E100 und wir ein bisschen Maus schauen. Und die Maus ist beim nächsten oben an der Spitze mit dabei. Das wird jetzt in den nächsten Tagen kommen. Und deswegen werden wir hier gleich mal ein bisschen einen kleinen Blick drauf werfen, was die gute Kiste kann. Der schwerste jemals gebaute Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, etwa 190 Tonnen, hat er damals auf die Waage gebracht und ist fahrbar gewesen, wenn man da bei der Geschwindigkeit von fahrbar auch wirklich reden kann. Ziemlich interessante Geschichte hinter der Kiste insgesamt. Es gibt irgendwo in einem Panzermuseum einen Nachbau von der, ich weiß nicht genau, in welchem es ist, in Russland oder ich glaube in Münster ist es nicht, oder in Frankreich. Also irgendwo gibt es auf jeden Fall einen Nachbau von Panzerkampfwagen 8 Maus. Ja, was gibt es zur Kiste zu sagen? Extrem dicke Panzerung. Der Einschlagwinkel lässt sich immer recht gut variieren. Wenn man die Maus so anwinkelt, kommt man da an der Seite nicht durch. Wenn man den Turm anwinkelt auf der richtigen Stelle, also ebenfalls so über Kreuz, kommt man da ebenfalls nicht durch. Also alles, was so kommt, ist hier alles zum Abprallen. Da ist der Schwachpunkt links und rechts von der Kanonenblende. Kann man ordentlich Schaden machen, wenn man zumindest als 10er mit Premium-Munition unterwegs ist und als 9er. Als 8er wird es da schon richtig schwer. Als 8er musst du fast dringend in die Seite fahren, mit Ausnahme Panzer, die, sagen wir mal, ordentlich Durchschlag haben auf Premium-Munition. Ich denke da zum Beispiel an den T-34 oder ein Objekt 416 zum Beispiel, der hat über 300 Durchschlag auf Premium-Munition. Oder an einen, ja, einen Löwen zum Beispiel, der hat 294 Durchschlag auf Premium-Munition. Die kommen da auch an der Kanonenblende links und rechts, da links und rechts durch. Der Rest hat so seine Probleme. Auch im Gegnerteam ist eine Maus. Das Allerwichtigste bei der Kiste natürlich, wenn ihr etwas skillen wollt, muss es am Anfang Reparatur sein, ansonsten seid ihr verraten und verkauft. Die Kiste kann sich nicht so richtig gut reparieren. Er lässt sich nicht so gut steuern, wenn die Kette einmal ist. Deswegen Reparatur ist das Allerwichtigste. Hat sich hier versucht, ein bisschen zu überwinkeln gegen die gegnerische Maus, hat auch super funktioniert. Kanone, müssen wir noch dazu sagen, 128 mm Wumms drauf, ab Standardmunition 246 Durchschlag bei 490 Alpha-Schaden, dieselbe Kanone. Ist auch auf dem VK4502B. Den dürfte, glaube ich, jeder kennen. Und dieselbe Kanone ist auch auf dem Scorpion G zum Beispiel drauf. Auf Premium-Munition 311 mm Durchschlag bei 490 Alpha-Schaden. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Kanone. Recht genau. Und also wie sich das für Deutsche gehört. Und man kann damit ordentlich austeilen, wenn man genügend Premium-Munition dabei hat. Wir fahren hier mit Kolo. Mit Kolov und der fährt Premium Only, der fährt auch ohne Feuerlöschsystem oder ohne Feuerlöscher und hat ein Repair-Kit dabei, ein kleines und ein Verbandpäckchen, ebenfalls ein kleines, und ansonsten fährt er ohne Löschsystem, sondern mit Schokolade. Das bedeutet, wir können ein bisschen weiter schauen. Man sieht es auch, der Sichtkreis ist komplett ausgebaut. Also da kann man auf jeden Fall weit genug gucken, um eigene Ziele ein bisschen aufzuklären. Und was das Allerwichtigste ist, es wird ein bisschen schneller nachgeladen. Denn wenn man sich schon, sagen wir mal, nicht auf die Geschwindigkeit verlassen kann und sich auf die Panzerung verlassen muss, dann sollte man sich zumindest gegen Gegner wehren, die direkt im Nahkampf auf einen zukommen. Und da sollte man auf jeden Fall schnell, flott nachladen können. Ansonsten macht das hier keinen Spaß. So, 2400 Schaden haben wir schon. Wir sind gelandet in einem reinen 10er Gefecht der Fischerbucht. Wir können hier dem TVP eine einschenken, direkt auch die Kette ziehen. Also der Panzer kann durchaus Spaß machen. Hat allerdings halt, wie gesagt, seine Schwachstellen. Und wenn es auf Feuerkraft und Mobilität ankommt, dann ist halt blöd, wenn eins fehlt, nämlich die Mobilität. Das gebe ich zu. Alle, sagen wir mal, halbwegs beweglichen Panzer können das Fahrzeug hier hervorragend zirkeln.
Das heißt, man kann nicht damit rechnen, dass wir hier, okay, nicht schlecht, dass man hier mit der Kanone, mit dem Turm irgendeinem Fahrzeug folgen kann. Sehr schön. Wenn es einmal drumherum fährt, der Turm ist einfach dafür oder bewegt sich dafür einfach zu langsam. Haben die linke Seite komplett verloren. 1er, 2er, 3er, 4er Linie ist komplett außen vor und geben hier dem FH215B die letzte Ölung. Das ist bereits unser zweiter Kill. Wir sind bei über 4200 Schaden. 1380 Schaden haben wir bereits geblockt. Da kommt was Italienisches. Schweres. Rhinoceronte mit 480 Alpha-Schaden sind wir da dabei. Auf jeden Fall nicht schlecht. Dieses Kit, was er da oben drauf hat. Ne, da ging drüber. Also diese Flak, die da oben drauf ist, das sieht ein bisschen beknackt aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir es ja optisch nicht so zusagt. Ich bin auch kein riesengroßer Fan von der Maus, weil mir einfach die Mobilität da ein bisschen fehlt. Aber es sieht auf jeden Fall, ja, ist ein bisschen eigen, das Ganze. Man wollte halt unbedingt einen 3D-Stil haben, der Maus, sagen wir mal, ebenbürtig ist. Und wenn sie schon so groß ist, muss man sie natürlich noch höher machen, natürlich. Dafür ist dieser blöde Ding da oben drauf gebaut. Eine Vierlingsflagge. Heidewitzka. Also diesen Hang zum Übertreiben kriegen die einfach nicht los. Hier zur Runde nochmal 434 Schaden angebracht und jetzt werden wir hier von beiden Seiten gleich beschossen. Denn wir haben da oben einen Leopard, der uns da in den Rücken fallen kann. Nee, Reno kann sich da tatsächlich zu Ende oder zurecht drehen. 7:11, da sind wir nicht gut dabei. Wird nicht reichen, wenn wir da Schaden machen wollen. Nee, da steht ein Haus davor. Da haben wir es. Fehlende Mobilität ist tatsächlich ein Riesenproblem. 8:12, es sind 4 Panzer hinten. Und da drüben geht zum ersten Mal der Badger auf. Brauchen wir nicht probieren. Da kommen wir nicht durch. Wir probieren es natürlich trotzdem, aber sinnvoll ist es halt nicht. Wir haben jetzt aktuell nur noch schwere Panzer, die hier unterwegs sind, auf unserer Seite. Da geht tatsächlich gar keinen mehr. Okay, 429 Schaden verursacht. EBR versucht es hinten bei uns an der Kette. Foch B bleibt natürlich auch hängen. Gleich den Turm wieder zurückdrehen und hoffen, dass der EBR nicht durchkommt. Kommt er aber. Foch B kann uns eine einschenken. Wir sind bei 3890 Blockschaden. Untere Wanne, kein Problem. Wenn der Badger die nicht versteckt, dann können wir die durchschlagen. 8:12 steht es immer noch. Über 6700 Schaden haben wir gemacht. Darf jeder für sich selber entscheiden, ob ihm das Spaß macht, mit einem Panzer da ich weiß genau, wann er nachgeladen hat. Ich glaube, da hat er so einen kleinen speziellen Mod drauf, wo man das mehr oder weniger ablesen kann. Kriegt auch direkt eine eingeschenkt von uns. 384 kriegen wir direkt von ihm und von der Grille haben wir 750 Schaden abgewehrt. Die steht links hinter uns. Geht dabei nicht auf. Da nochmal Schaden gemacht. EBR bleibt an uns hängen. Was für eine Überraschung. Okay. Die Grille nochmal mit 688 Schaden. Badger wird gleich hinter uns sein. Können wir da noch irgendjemand rausnehmen? Ich glaube, wir sind hier leider ein bisschen raus gleich. Das war zu viel von der Seite, lieber. Stritzwagen 103B, so rum. 8796 Schaden verabreicht. Und 7130 Schaden haben wir geblockt. Und 1198 haben wir am Ende unterstützt. Der Rest vom Team gnadenlos mit untergegangen. Wir haben ein Fahrzeug mit 3 Kills, wir haben 2 und der Rest jeweils nur 1 Kill. Mit 10:15 gehen wir hier aus dem Gefecht heraus und verlieren das Ganze. Leider. Trotzdem High-Kaliber bekommen und das Ganze ist auch noch ein 1er wert. Bei Niederlage braucht er 760 Basis-XP, um trotzdem noch ein 1er zu bekommen. Wir sind vom Schaden her mehr als doppelt so hoch als der zweite Platz und das als Maus, das muss man erstmal schaffen. Im Gegnerteam Grille 15 mit dem meisten Schaden. Also ist ebenfalls ein recht guter Wert. 952 dürfte ebenfalls ein 1er sein, glaube ich. Wenn man sich ja so gut in Szene setzt, gibt es da absolut nichts zu meckern.
Dadurch, dass wir nur Premium gespielt haben, büßen wir am Ende natürlich ordentlich ein. Wir haben zwar ein bisschen Knete gemacht, aber halt für Munition über 110.000 ausgegeben. Deswegen sind wir mit 33.000 in den Nassen und 23 Schüsse abgefeuert. 21 haben getroffen, 19 durchschlagen und ein bisschen Schaden über 300 Meter, 492. Das war ein Schuss, der da auf die Entfernung getroffen hat und auch durchschlagen hat. 1,34 Kilometer auf der Kette ist fast schon sehr viel für eine Maus, die sich allerdings natürlich wenig bewegt hat im Großen und Ganzen. Wie gesagt, muss er sich auf seinen Panzerschutz verlassen und ist deswegen normalerweise auch in der Stadt deutlich besser aufgehoben als irgendwo anders auf dem freien Feld. Da gehört sie einfach nicht hin. Das Ganze hat ein bisschen mehr als 8 Minuten gedauert und hat, wie gesagt, mit einer Niederlage dann leider geendet. Ich würde sagen, wir springen mal zum E100 und gucken, ob der es ein bisschen besser macht. Und da sehen wir uns natürlich sofort wieder. Bis gleich. Wie versprochen sind wir im E100 unterwegs. Wir fahren mit Leon 11 von Clan Frei im zweitschwersten deutschen Panzer. Das ist er, hat die kleine Kanone drauf. Er hat tatsächlich zwei Kanonen. Es gibt ein paar Zehner, wo man mit zwei verschiedenen Setups fahren kann. Also meistens sind das die Kanonen, die sich da, die man quasi ausbauen und ersetzen kann durch eine andere. Es hat unter anderem auch die Badgett 25 Tonnen und ich glaube, die IS-4 müsste das haben. Und noch jemand, ich glaube, der Sheridan, wenn mich alles täuscht. Die können auf Stufe 10, obwohl das natürlich sofort ein ausgeforschtes Fahrzeug sein sollte, können die trotzdem auf Stufe 10 zuschauen, dass sie da ein besseres, also eine andere Kanone oben drauf bekommen. Was haben wir denn drauf für eine 128 mm Kanone, 311 mm Durchschlag bei 530 Alpha-Schaden? Auf Premium, auf Sprenggranate haben wir 65 Durchschlag bei 670 Schaden. Und auf Standardmunition hätten wir 246 Durchschlag bei 530 Schadenspunkten. Also aber kein Standard dabei. Fährt ja nur mit APCR, leistungsgesteigerte Munition. Schokolade ist drauf und er hat ein großes Verbandpäckchen und ein großes Repair-Kit. Und wer das noch nicht weiß, es gibt da tatsächlich Unterschiede zwischen dem, für die, die das noch nicht wissen, mussten wieder ein bisschen klugscheißen, die, die sich da noch nicht so eingelesen haben. Wenn ihr einen großen Erste-Hilfe-Kasten dabei habt, reduziert sich eure Stunzeit, wenn ihr von der Artillerie getroffen werdet, um 10%. Wenn ihr ein Repair-Kit dabei habt, reduziert sich die Reparaturzeit für Module um, glaube ich, 10%. Und wenn ihr ein Feuerlöschsystem habt statt ein Feuerlöscher, dann reduziert sich die Brandwahrscheinlichkeit, glaube ich, auch um nochmal ein paar Prozent. Also es hat alles noch Vorteile, die passiv sind. Und sobald man die draufpackt, selbst wenn man sie nicht auslöst, selbst wenn man die Dinger hier nur draufpackt, sind die dann automatisch aktiv. Das heißt, das Repair-Kit wirkt dann automatisch, auch wenn ihr es nicht benutzt. Das heißt, wenn da die Kette getroffen wird, in den meisten Fällen wird dann nicht das Repair-Kit gezogen, es sei denn, ihr seid wirklich in größter Not, dann wirkt das mit den 10% natürlich trotzdem. So, wir sind gelandet in einem 10er Gefecht mit 908 Unterstützung. Wir sind auf Lakeville. Da haben wir die Möglichkeit, unsere Kanone ein bisschen anzubringen. Nee, beim Löwen würde ich tatsächlich drauf verzichten. Auch mit Premium-Munition ist der Turm extrem stark. Auch wenn der Löwe wieder ein sehr langsamer Panzer ist, über 90 Tonnen, 96 Tonnen ist er, glaube ich, schwer, wenn er voll aufgeladen ist. Da muss ein guter Turm dabei sein, es geht gar nicht anders. So, wie schwer die Kiste ist, weiß ich nicht genau. Dürften so um die 130, 140 Tonnen trotzdem sein. Ist ein E, also ein Erprobungsfahrzeug und gehört zu einer Serie von 4 E-Fahrzeugen, nämlich E75, das ist der Vorgänger von dem hier. E50, das ist der Medium auf Stufe 9, beziehungsweise E50M auf Stufe 10 und der E25 ist der TD auf Stufe 7 mit Special Venture. So, hier ein bisschen rumgequatscht, gleich hier oben drüber fahren, oben auf dem Weak Spot zielen, macht er, braucht er nicht, doch muss er und prallt ab. Objekt 268 Version 4, tatsächlich eine ziemlich harte Kiste. Kommt man nicht so einfach durch, da muss man schon einen richtig guten Tag haben, leider. Und da versucht er tatsächlich auszuweichen. Und wir können uns hier gleich wunderbar holt outstehen. Auch hier die Weak Spots, links und rechts vom Turm. Oder beziehungsweise links und rechts am Turm, also links und rechts von der Kanone, da kommt man hervorragend durch.
Da auf der Seite kommt man natürlich ebenfalls hervorragend durch. Man sieht, der Turm ist ein bisschen zur Seite geneigt und auch hier ein bisschen zur Seite geneigt. Das heißt, er geht oben ein bisschen spitz zu, ist deswegen von der Seite nicht so leicht zu unterschlagen. Untere Wanne ist ein Weak Spot, braucht man allerdings auf Stufe 8, denke ich mal, auf jeden Fall Premium-Munition. Und auch die Zähler haben es nicht ganz so einfach, wenn er die ein bisschen anwinkelt, so ein bisschen, dann ist auch die untere Wanne nicht ganz so leicht zu unterschlagen. Wir haben auch hier, wie das bei deutschen Panzern so üblich ist, ich muss leider ein bisschen erzählen hier, verschachtelte Laufräder, weil die Panzer, die deutschen Panzer, so extrem schwer waren oder sind. Das sieht man bei sehr, sehr vielen Panzern. Und man das Gewicht trotzdem irgendwie, ja, halt auf die Räder bringen musste, beziehungsweise auf die Laufräder bringen musste. Deswegen wurden die Räder hier so verschachtelt. Hatte Vor- und Nachteile. Vorteil, wie gesagt, man konnte den Panzer recht schwer machen und trotzdem musste man den nicht überlang überstrecken, so in britischen Ausmaßen oder so. Hatte aber den Nachteil, zum Beispiel in Russland, bei Lehm oder bei starken, bei lehmigen Böden und dann im Winter hatten die halt das Problem, wenn da der Lehm drin steckte, hier dazwischen, dann ist er irgendwann dann natürlich gefroren und bist du da vom Alarm. Wenn also irgendwann ein Alarm gekommen ist und die Panzer ausrücken mussten, hat es teilweise eine halbe Stunde gedauert, bis man den Lehm da rausbekommen hatte, weil der dann gefroren war und die Fahrzeuge nicht mehr fahren konnten. Deswegen gibt es halt hier und da auch ein paar Nachteile. Die Russen hatten das natürlich nicht. Die hatten recht freistehende Räder. Die hatten teilweise so viel Platz zwischen den Laufrädern. Ja, vielleicht waren die so bis hier, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied, die hatten die Panzer schon so gebaut, wie es das Gesetz ihrer Natur sozusagen vorgeschrieben hat. So, da haben wir schon E75. Merkt man sofort, oder sieht man sofort an den Konturen. Dort gleich einen kritischen Schuss, einen kritischen Treffer eingeschenkt. Wir haben hier unten bereits einige Panzer verloren. Das Objekt 268 Version 4 kann da drüben natürlich ein bisschen wüten, unter anderem deswegen, weil links und rechts nichts ans Fahrzeug dazu kann. Objekt sage ich schon, T-30 holt sich da die erste Schelle ab von uns. Nachteil halt beim 268 auf der rechten Seite. Panzer ist zwar frontal recht gut gepanzert, hat allerdings keinen Turm. Das heißt, wenn man da an die Kette schießt, ist die Kiste, ja, ich will nicht sagen wehrlos, aber auf jeden Fall ein bisschen eingeschränkt. Und das macht es für uns natürlich ein bisschen leichter, da einzuwirken, wenn der versucht, um die Ecke zu fahren, braucht nur irgendeiner die Kette sperren mit einem Treffer und dann können die anderen sich ein bisschen austoben. Werden wir hoffentlich gleich sehen, dass es geht. E75 holt sich einer ab, schießt irgendwo in die Binsen, 500 Schaden von uns, also ein Low Roll, weil wir ja 530 Alpha-Schaden haben und es bleibt beim 4 zu 6. Sieht nicht komplett schlecht aus, auch wenn wir hier mit drei Panzern hinten liegen. Also der zweite E75. Das ist halt der große Nachteil, der große Vorteil hier. Dadurch, dass wir einen recht hohen Panzer haben, können wir hier oben drüber schießen. Andere Panzer können das nicht. Der hier zum Beispiel. Man sieht schon, die Kanone sitzt ein ganzes Stückchen weiter unten. Der muss theoretisch entweder hier rechts vom Stein oder hier drüben links einmal drüber fahren. Hier direkt drüber fahren kann er nicht oder sollte er nicht, denn dann ist er in dem Weg. So. Nochmal klugscheißen auf allerhöchstem Niveau. Nochmal E75. Ne, das ist er. Gib ihn. Wunderbar, 432 Schaden. Das ist wieder Vorteil von der APCR-Munition. Die hat Nachteile, die hat Vorteile. Großer Vorteil, wir sind bei Heat-Munition natürlich darauf angewiesen, nicht auf die Kette zu schießen, weil die natürlich dann ihre Probleme bekommt. Also weil die Munition dann Probleme bekommt mit der Kette. Bleibt dann tatsächlich hier und da mal ein bisschen hängen. Das wollen wir natürlich nicht. Täten wir gern vermeiden. Oh, anwinkeln, anwinkeln, anwinkeln. Jetzt können wir es gleich von beiden Seiten. Den hier müssen wir aufhalten, ansonsten tut er unseren TD auf der linken Seite ein bisschen weh, dem E3. Das hat man natürlich gern unterbünden. 530 Schaden abgeprallt. Er versucht tatsächlich der E75 mit Standardmunition, da muss er schon die Seite erwischen, damit das was wird. Eher ausgeschlossen. Da gibt es nochmal mit Premium 596, das war ein ordentlicher High Roll. Und der trifft bei uns ebenfalls nur in die Kette. Anwinkeln. Oh, T30 mit 750 Alpha-Schaden.
bleibt hängen. Der hat ebenfalls eine zweite Kanone mit 400 Alpha-Schaden, mit einer deutlich besseren DPM. Aber die wird nicht so gern gefahren, wenn man ein T30 fährt, will man auf jeden Fall ein bisschen mehr Alpha-Schaden haben. Denn der macht sonst einfach keinen Spaß. Okay, 590 Schaden vom E75 mit Standardmunition, Tatsache. Und der andere E75 hat die kleine Kanone drauf, hat nur 360 Schaden bei uns in die Panzerung gejagt. Und da holen wir uns den T30 mit 302 Schaden. Sind wir da dabei, brauchen hier ein bisschen Unterstützung. Von hinten kommt aktuell gar nichts, aber wir haben das Fahrzeug hervorragend angewinkelt. Deswegen hier, ich muss ganz einfach dazu sagen, der E3 hält hier als Panzer alleinig das Objekt 268 Version 4 auf Distanz. Könnte man mit HE-Munition zum Beispiel machen oder auch mit Standardmunition. Da hat es das 268 Version 4 tatsächlich nicht ganz so einfach, denn die ist frontal zwar gut gepanzert, aber gegen die Wumme da sieht man da. Ist eigentlich kein Kraut gewachsen, die tut richtig böse weh, auch wenn er HE schießt. Und wir wehren uns hier quasi gegen zwei E75, die sich abwechselnd auf uns einschießen. Der mit der kleineren Kanone schießt mit Premium-Munition, alles andere macht auch keinen Sinn. Der hier oben. Jawohl. Da wieder, Kette angewinkelt. Nochmal hängen geblieben. E75 ebenfalls eine harte Nuss. Kommt man nicht so einfach durch. Darf jeder für sich selber entscheiden, ob er lieber mit der großen oder lieber mit der kleinen Kanone spielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die große Kanone kann ebenfalls Spaß machen, wenn man halt auf dicke Stellen steht. Dann auf jeden Fall. Gucken mal, wo der uns hier durchschießt. Aha. Hier oben kommt er anscheinend ganz gut durch. Da ein bisschen angekratzt. Auf der oberen Wanne ebenfalls. Also sind explizit jetzt nicht unbedingt Weak Spots, wo er durchschießt. Aber er kommt halt schon hier und da durch. Also hier oben hat er keine Probleme. Links und rechts von der Kanone, beziehungsweise da oberhalb von der Kanone, kommt man durch. Genau genug sind die Kanonen auf jeden Fall. Jawohl, Schuss geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, trifft leider nicht. 5690 Schaden haben wir schon verabreicht, 5210 haben wir schon geblockt. Und wir haben knapp 400 Schaden aufgeklärt. Und ein Chiso und Charfuto müssen sich dagegen ein Objekt 705A gegen ein Skoda T50, Leopard 1 und einen weiteren Charfuto und einen PTA auch noch wehren. Heule Witzka. Ah, okay. Kann man mal machen. Dürfte natürlich trotzdem ordentlich wehtun. So, hier sieht man auch, dass der bewegliche Turm im Grunde nichts nützt, wenn man denn am Ende gar keine Beweglichkeit hat, die man da wirklich ausspielen kann. Und wir haben da einen Leopard PTA, der uns mit einem Schuss nochmal die HP reduziert, er allerdings mit einem Schuss sofort raus ist. Wir weichen auch hier wieder gekonnt aus, nach hinten natürlich. Zielen, 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 zielen. Da kommt mit Sicherheit gleich raus. Da kann man übrigens auch mal blind schießen. Das macht absolut nichts. Komplett zurückziehen ist halt nicht. Boah. PTA mit der kleinen Kanone drauf. Und auch der Charfutor 4 möchte da nochmal mit uns zusammen lustige Spielchen abhalten. PTA in der Hinterhand, der hat allerdings jetzt, ja, wir gehen mal ganz kurz auf die Situation ein. Wir haben hier oben im PTA stehen, hat nur noch 69 HP, das heißt, der ist One-Shot für alles auf dem Feld. Das 268 da hinten war schon länger nicht mehr offen, das heißt, das könnte sich in irgendeine Position gebracht haben, von der aus man es nicht sieht, was schwer ist, denn der PTA hat eine recht gute Sichtweite und hat hier natürlich die Möglichkeit, den PTA rauszunehmen, sobald der sich hier oben irgendwie blicken lässt. Charfutor hält keinen Schuss mehr aus. Auch der PTA, den wir hier drüben stehen haben, hält eigentlich keinen Schuss mehr aus im Gegnerteam. Das Problem ist halt, dass der eine von links, der andere von rechts kommen könnte. Im Idealfall wäre es tatsächlich so, wenn der PTA hier über die Seite fährt und unserem Kollegen hier einen Schuss rauslockt, dann könnte nämlich der Charfutor von der Hinterseite mit seinem Autoloader, der hat einen Ladeautomaten, von hinten da den Sack voll machen und uns tatsächlich rausnehmen.
abgeprallt. Schade, schade. Dürfte sich inzwischen rumgesprochen haben, dass wir die kleine Kanone drauf haben. Dass das nicht ganz so einfach ist. Oh, PTA mit 268 Schaden. Ist natürlich mit Premium-Munition unterwegs, brauchen wir uns nichts vormachen. Alles andere macht keinen Sinn. Anwinkeln, ganz wichtig. Schieß daneben. Auf die Entfernung. Und wir holen uns zuerst den gefährlicheren. Denn der hat tatsächlich daneben geschossen, haben es gerade gemerkt. Würde ich mich auch zuerst mal auf den konzentrieren, der hier drüben, sag mal, Scheiße baut. Und deswegen ist zuerst der PTA rausgegangen, ist unser vierter Kill. Wir sind bei 6600 Schaden knapp und 5710 Schaden geblockt. Mal gucken, wie es ja gleich weitergeht. Und nicht anwinkeln. Ne, wir müssen erst den rausnehmen. Ja, richtig entschieden. Selbstverständlich wäre es leichter gewesen, den hier rauszunehmen, denn er hat uns genau die untere Seite von seiner Wanne angeboten. Noch dazu den Wannenboden sozusagen. Da wären wir ganz locker durchgekommen, hätten wir auch ganz easy rausgenommen. Aber der Charfutor hätte uns ganz locker auseinandergenommen, denn er hat uns gezirkelt und hätte uns von hinten da die zwei letzten Schuss verabreicht. Da wäre auch unser eigener PTA, hätte dann wahrscheinlich seine Probleme gehabt. Hätte wahrscheinlich den zweiten Schuss gefressen oder vielleicht sogar den ersten. Von daher war es genau richtig, zuerst den Char rauszunehmen, anstatt irgendwas anderes. So, wenn der Leopard richtig gut drauf ist, dann fährt er jetzt hier rum und wir stehen von der anderen Seite da genau im Fokus. Aber macht er nicht, der fährt hier raus. Ich denke mal, der wird gleich den Schuss fressen vom 268 Lesson 4. Auch hier sei wieder gesagt, ich gucke mir die Videos oder die Replays vorher nicht an. Ich drücke da auf Play und wir gucken das quasi zusammen. Also ich moderiere das hier mehr oder weniger aus der hohlen Hand. So sieht's aus. Guck an, 268 holt sich ein PTA, was für eine Überraschung. Und wir können hier oben sofort den Deckel zumachen. Hinter uns noch ein Charfutor, dürfte nachladen oder auch nicht. Über 7000 Schaden haben wir gemacht. Irgendwo ist noch der Leo 1. Ob wir da noch rechtzeitig zum Charfutor kommen, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall war das gerade eben ein Rammversuch. Nee, da haben wir keine Chance. Beide sind One-Shot, wir allerdings auch. Der Leo 1 und auch der 705A sind da natürlich deutlich leichter dran. Können hier zwar keine Zangenbewegung machen, weil die Verhältnisse das hier ganz einfach nicht hergeben. Aber die können sich zumindest untereinander ein bisschen absprechen. Da prallt er auch schon ab, gibt uns die untere Wanne zum Sehen und da ist er raus. Wunderbar, ganz lieb von ihm. Wir wissen auch, wo der Leopard 1 ist, denn der versucht hat zu cappen. Ganz klar, dass das nicht funktionieren kann. Und sind wir gespannt, ob er hier versucht, indirekten Zweikampf uns herauszunehmen. Oder ob er es aus der Distanz probiert, was natürlich mehr Sinn machen würde, wenn er sie denn einhalten könnte. Kann er aber, glaube ich, nicht. Wir sind offen. Das heißt, er steht da drüben. Mal sehen, ob er clever ist. Hier ist er nicht. Also, ganz kurz auf Pause müssen das hier mal. Ich muss das ganz kurz hier durchgehen, einfach nur, um da ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen. Jeder Panzer, ausnahmslos, jeder Panzer hat hier in diesem Bereich ab da, sieht man hier an dieser Pfütze, bis nach da oben, auf jeden Fall nach da oben und auch da unten dann wieder Probleme mit mittelschweren oder schwergängigen Gelände, denn das ist lehmiger Boden, auf dem fährt jeder Panzer langsam. Ausnahme, die ganzen Radkanacken da, die da rumhüpfen, die nicht. Die sind da ja, eindeutig im Vorteil. Aber alles, was eine Kette hat, fährt dort deutlich langsamer. Das heißt, wenn das normale Boden gewesen wäre, wäre an uns vorbei gewesen und hätte uns hier mit einer ordentlichen Geschwindigkeit umzingelt. Und ich vermute mal dann irgendwann hier drüben, entweder da von der Position aus oder dann später hier, wenn er hier hochfährt und wir den Turm nicht rechtzeitig rumbekommen, hätte uns von der Seite auseinandergenommen. Aber ist er nicht. Ihm fehlt hier ganz einfach mal die Leistung, beziehungsweise der Boden ist einfach zu schwach, als dass man da ordentlich agieren könnte. Deswegen hat er hier quasi ins Gras gebissen, so wie es die Kuh mehrmals macht, geht es bei dem immer nur einmal. 7337 Schaden verabreicht, 6360 Schaden geblockt und 392 Schaden aufgeklärt. Direkt im Zweikampf kann man machen auf jeden Fall, es wäre kein Problem, wenn man
den richtigen Untergrund hat, denn der Turm, der dreht sich auch wie bei der Maus extrem langsam, wie auch bei anderen Panzern, wo er sich extrem langsam dreht. Ich denke da nur an die Hellcat, Super Hellcat, die alle langsam drehende Türme haben. T-67 auf Stufe 5 zum Beispiel ist ebenfalls ein langsam drehender Turm. Und die kann man, wenn man sie zirkeln will, kann man sie ausspielen. Aber man muss sich halt darauf verlassen, dass das Fahrzeug und das Gelände mitspielt. In dem Fall ist es halt schief gegangen. Wir haben 8 Kills geholt, wir haben jede Menge Lametta, man sieht es hier, der Weihnachtsbaum ist bunt geschmückt. Wir haben eine Top Gun, wir haben einen High Kaliber, wir haben eine Stahlwand, ein Spartaner, eine Red Devolver Medaille für 8 zerstörte Fahrzeuge und eine ganze Menge Gedöns hier auf der linken Seite mit einem M natürlich. 1409 Basis-XP sollte auf jeden Fall reichen, um dann M drauf zu malen. Und wir haben ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Gefecht gesehen. 27 Schüsse abgefeuert, 24 getroffen, 18 durchschlagen. Wir haben 66.000 Wiese gemacht. Premium-Munition kostet halt viel Geld. 129.000 nur für Munition. Das ist ein teurer Spaß. Wir haben 2 Kilometer auf die Kette gebracht. Das muss noch dazu. Und haben dafür etwas weniger als 11 Minuten gebraucht. Ja, deutsches Schwermetall, E100 und Maus. Die haben halt ihre lichten Momente, aber im Großen und Ganzen stehen sie im Schatten von kleineren Panzern, die wendiger sind, die bessere Feuerkraft haben, die meiner Meinung nach leider auch ein bisschen mehr Spaß machen. Wenn ihr Pech habt in so einem Panzer, fahrt ihr 3, 4, 5 Runden dem Schaden immer hinterher, weil die anderen deutlich schneller sind, vor euch fahren und alles aus dem Weg räumen, beziehungsweise vor euch fahren, aus dem Weg geräumt werden und dann fallen 3, 4 Panzer über euch her, die Lust haben, euch auch auseinanderzunehmen, dann habt ihr keine Chance. Es ist leider so, wie es ist. Jo, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und